Sehr geehrter Herr Karlauf, Herr Steinbrück, Herr Minkmar, Herr Herms, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung über die späten Jahre von Helmut Schmidt. Vor nicht ganz einem Jahr, am 10. November 2015, verstarb der fünfte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Schmidt, im Alter von 96 Jahren hier in seiner Heimatstadt Hamburg. Damit verstummte eine der einflussreichsten und, das darf man sicherlich so sagen, auch der populärsten Stimmen, die sich bis zuletzt in der bundesdeutschen Öffentlichkeit immer wieder Gehör zu verschaffen wusste. Helmut Schmidt war so etwas, was man heute Kult nennt. Der letzte öffentliche Raucher der Republik, ein Elder Statesman mit scharfen Analysen und pointierten Beobachtungen, mit hohen Anerkennungswerten in allen Bevölkerungsschichten und auch bei fast allen Altersgruppen. Helmut Schmidt war Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Bundesminister und natürlich später Bundeskanzler. Er erwarb sich hohes Ansehen als anpackender Krisenmanager und weitsichtiger Lotse, der mit Augenmaß und Verantwortungssinn handelte. Und in Hamburg war er natürlich ein Mythos seit seinem Einsatz bei der Sturmflut 1962. Gerne. Leicht wird vergessen, dass Helmut Schmidt als amtierender Bundeskanzler weder in seiner Partei noch im Land unumstritten war. Seine bundesweite und seine weltweite Popularität wuchs eigentlich erst mit seiner zweiten Karriere, die er nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik begann. In diesen, nennen wir sie einmal, mittleren und späten Jahren zog sich Helmut Schmidt nicht ins Private zurück. Im Gegenteil, Sie wissen es, als Publizist und Mitherausgeber der Zeit war er ein leidenschaftlicher und streitbarer Kommentator, Mahner und Visionär. Und er feilte, wie Thomas Karloff in seiner Biografie sagt, ich zitiere ihn, unermüdlich an seinem eigenen Bild in der Geschichte. Das Erscheinen der Biografie Helmut Schmidt, die späten Jahre, ist für uns, für die Körperstiftung, ein willkommener Anlass, gemeinsam mit Weggefährten an dessen politisches und gesellschaftliches Vermächtnis zu erinnern. Und wir haben uns sehr gefreut, dass Stefan Herms, Vorstand der Helmut und Loki Schmidt Stiftung, mit dem Vorschlag für diese gemeinsame Veranstaltung an uns herangetreten ist. Ich freue mich besonders, dass viele Personen heute hier sind, die Helmut Schmidt persönlich gekannt und begleitet haben. Ich darf Sie besonders herzlich willkommen heißen und natürlich auch unsere Bühnengäste Thomas Karloff, Peer Steinbrück und Nils Minkmar. Vielleicht ist nicht allen im Saal hier bekannt, dass Helmut Schmidt und Kurt Alkörber eine lange und intensive Freundschaft verbunden hat. Diese Freundschaft sollte gerade zu Beginn der Jahre, über die wir heute Abend sprechen, eine wichtige Rolle spielen, sowohl für Helmut Schmidt als auch für Kurt Körber. So war es Körber, und das wird in diesem Buch von Herrn Karloff sehr deutlich, und ich zitiere ihn, der Schmidt gleich nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt eine Studie zu Weltwirtschaftsfragen finanzierte und am 23. Dezember 1983 im Haus im Park, das einige von Ihnen kennen werden, im Bergedorf, ein großes Fest zu Ehren von Schmidts 65. Geburtstag ausrichtete. Und Schmidt hat sich revanchiert. Ich zitiere noch einmal aus dem Buch, weil das für unsere eigene Entwicklung in der Stiftung wichtig war. 5 Wochen später trug Schmidt dem Freund Körber die kühne Idee eines deutschen Nobelpreises vor, Zitat Ende. Daraus sollte, und einer der Mitbegründer, Herr Lüst, damals Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, müsste heute hier im Publikum sein und kann das sicherlich bestätigen, daraus sollte der Körberpreis für die europäische Wissenschaft werden, der mittlerweile als Indikator für potenzielle Nobelpreisträger gilt. Und ich muss es einfach jetzt heute hier sagen, gestern ist der Chemie-Nobelpreis an Ben Feringa vergeben worden. Ben Feringa ist Körberpreisträger 2003 gewesen. Diese Momentaufnahme steht sicherlich dafür, wie prägend die späten Jahre von Helmut Schmidt für ihn selbst, für sein Umfeld und auch für die Körperstiftung waren. Ich freue mich auf den Abend heute und ich darf Sie schon jetzt an dieser Stelle dazu einladen. Sie wissen, das ist bei uns üblich, danach an einem kleinen Empfang teilzunehmen, wo Sie dann auch das, was Sie hier heute hören, noch einmal besprechen und verarbeiten können. Herzlichen Dank und Herr Herms, ich darf Sie noch um ein kurzes Grußwort bitten. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wahrscheinlich fühlen Sie sich jetzt so ein bisschen so wie bei südamerikanischen Empfängen, wo erst einmal die Familie sich gegenseitig auf die Schultern klopft. Aber es sind wirklich nur 2 Grußworte.
Lieber Herr Karloff, Herr Steinbrück, Herr Minkmar, sehr geehrter Herr Dr. Dittmar, als Herr Karloff mir anlässlich eines längeren Gesprächs in Berlin seinen Zeitplan zur Präsentation des Buches erläuterte, waren wir uns sehr schnell einig, dass dieses Buch auch zum Zeitpunkt des Erscheinens in Hamburg präsentiert werden musste. Und ich freue mich sehr, ich darf das aufgreifen, Herr Dittmar, dass die Körber-Stiftung auf unsere Anfrage, dass wir die Präsentation hier machen, spontan Ja gesagt hat und wir so zu einem ersten gemeinsamen Projekt gekommen sind. Abgesehen davon, dass Herr Karloff ein ungemein spannendes Buch über das Schmidtsche Wirken verfasst hat und dieses Wirken aufgearbeitet hat, gibt es für uns einen speziellen Bezug von Seiten der Stiftung, denn das Archiv der Stiftung, der, wenn man so will, der Kern, der Schatz der Helmut und Loki Schmidt Stiftung in Hamburg-Langenhorn ist, ist in einem ganz erheblichen Umfang Basis der Arbeiten von Herrn Karloff gewesen. Und insofern ist der heutige Tag für uns ein sehr ermutigendes Zeichen, dass dieses Archiv Basis für wissenschaftliche Arbeiten auch in der Zukunft sein kann. Das ist für uns Verpflichtung und ein tolles Projekt. Dieses wird sich auch fortsetzen in den nächsten Jahren, wenn wir ab 2017 eine Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung hier in Hamburg haben werden, die der Bundestag im Juli gegründet hat und mit der die Helmut- und Loki-Schmidt-Stiftung sehr eng zusammenarbeiten wird. Herr Karloff hat das enge Verhältnis von Körber und Schmidt in seinem Buch umfangreich beschrieben. Und ich glaube, für alle von uns, die das Schmidtsche Leben miterlebt haben, stellt es sich so dar, dass diese beiden interessanten Biografien von dem visionären, von Ideen sprühenden Unternehmer und dem weitsichtigen Politiker, wenn man sie zusammenlegt, dann ergeben sie gemeinsam ein unglaublich interessantes Stück deutscher Geschichte. Und die Freundschaft der beiden war lang und intensiv. Ich erinnere mich noch an die Worte von Helmut Schmidt anlässlich der Trauerfeier für Kurt A. Körber. Die Nachricht von seinem Tod hat mich getroffen wie ein Schlag in die Magengrube. Wir hoffen sehr, dass die Zusammenarbeit der Stifter in eine Zusammenarbeit der Stiftungen in der Zukunft fortgeführt wird. Herr Dr. Dittmar, ich danke Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr für die sehr schöne Kooperation in Vorbereitung auf diesen Abend. Und ich glaube, jetzt können wir uns alle auf einen spannenden Abend freuen. Vielen Dank. Sogar mit Namensschild. Ja, schönen Abend auch von mir. Mein Name ist Nils Minkmar. Ich bin Autor beim Spiegel und verbinde mit beiden Herren schon eine längere Zusammenarbeit. Mit Herrn Steinbrück bin ich einmal durch den Zirkus der Politik geturnt. Also er turnte, ich schrieb mit und hatte also die weitaus angenehmere Rolle. Und mit Herrn Karloff verbinde ich auch etwas Besonderes, nämlich hier in Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Vielleicht erinnern sich die Älteren meines Jahrgangs an einen Herrn namens Kurt Beck. Und Kurt Beck wurde hier mal in Hamburg irgendwie Vorsitzender der SPD, glaube ich, oder habe ich es geträumt gehabt? Jedenfalls, ich war in diesem Saal und Beck hielt eine Rede und es war, ich habe es auch geschrieben, es ist kein Geheimnis, es war deprimierend. Ich kam mir vor wie bei so einer Buñuel-Veranstaltung und dachte, das ist jetzt 7 Fehler sind im Bild, hier stimmt was nicht. Und weil mir auch an der SPD liegt und ich wirklich die Dinge nicht mehr verstand, dachte ich, muss ich was ganz anderes machen, dann hole ich mir mal das Buch, was ich die ganze Zeit lesen will, die Biografie von Stefan George von Thomas Karloff. Und das hat mich in einem Maße dann wieder irgendwie erfreut und zur Welt der Gedanken zurückgebracht, dass ich im Zug dann ausstieg, damals wohnten wir in Köln und war irgendwie wieder geheilt und versöhnt mit der Welt. Und das schaffen die Bücher von Thomas Karloff, ja. Sie können von irgendwo kommen und tauchen da ein. Und das gilt auch für dieses Buch. Ja, als Sie mir das erzählt haben, dass Sie, ehrlich gesagt, ich habe auch innerlich ein bisschen gedacht, schon wieder Schmidt. Ja. Wir wissen ja nun einiges über Schmidt und haben ihn vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen. Und wer Zeitung liest, hatte da auch eine gewisse Vorstellung von dem Mann.
Und doch legen Sie das Buch, also so ging es mir, nicht mehr aus der Hand. Ja, das ist wie ein Roman. Und Schmidt wird nochmal zu einer Romanfigur, es ist ja glänzend erzählt. Sie erfahren neue Sachen. Und obwohl es so chronologisch aufgebaut ist, ist es irgendwie wahnsinnig intelligent strukturiert. Und man, zwischendurch muss man auch lachen und auch manchmal auch bestürzt. Also ich hielt das eigentlich gar nicht für möglich, dass sowas geht. Das war's, Herrn. Viel Spaß bei dem weiteren Nachdenken. Herr Schmidt würde jetzt sagen, und was ist die Frage? Ja, erstmal das Lob. Und die Frage, die sich anschließt, Herr Steinbrück, wie hat Ihnen das Buch gefallen? So gut wie Ihnen. Mhm. Mit einer bewundernswürdigen Einschätzung, dass Herr Karloff, der nun Herrn Schmidt begleitet hat, ich glaube 30 Jahre von seinem ersten Buch Mensch und Mächte, Mitte der 80er Jahre, diese Nähe zu Schmidt in diesem Buch dadurch nicht verführt worden ist. Er hat die Distanz zu dem Subjekt seiner Beobachtung gewahrt, was sehr schwer, aber wie ich glaube, zentral ist für einen Autor oder für einen Biografen. Das ist ihm gelungen, bei aller Sympathie, bei allem Respekt, der die beiden Herren verbindet. Und das, finde ich, ist Kern dieses Buches. Um es anders auszudrücken in wenigen Worten, ich glaube nicht, dass es noch einen anderen Biografen wird, der diesen Standard wird übersteigen können. Das ist auch interessant, man erfährt zum Beispiel, dass Schmidt, der ja auch zu Recht als unbestechlicher Mann galt, auch eine Bank beraten hat, die, ich glaube, ING DiBa war der Name. Ja, wenn man was von der Sache versteht, kann man das machen. Da wird ja auch ganz gut die Tradition der Bank nochmal erklärt und das Engagement von Schmidt nochmal verortet. Ja, ich wusste nicht, dass der Helmut Schmidt Journalistenpreis, ein sehr angesehener Preis für deutsche Wirtschaftsjournalisten, ursprünglich eine Idee von Hans Matthöfer war. Also ich konnte mir nicht erklären, wie Schmidt zur ING DiBa kam, aber das ist die Vorgeschichte, die ja von Lieber, wenn ich recht weiß, gegründet worden ist, die Bank für Gemeinwesen. Ja, es ist eigentlich eine Bank für Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand gewesen. Und wissen Sie, warum sie gegründet worden ist von Schorsch Leber? Weil damals viele deutsche Kreditinstituten dem ordinären Arbeitnehmer gar kein Konto eröffneten. Und daraufhin kamen diese Sozialdemokraten auf die Idee, eine solche Bank zu gründen, nach dem sogenannten ersten vermögenswirksamen Leistungsgesetz, glaube ich 1965 oder 64. Und in der Tat ist Hans Matthöfer übrigens eine sehr wichtige Person auch in meinem Leben. Ich bin eine Zeit lang sein persönlicher Referent gewesen und er hat mich später sehr väterlich begleitet. Er war Aufsichtsratsvorsitzender Zeit und in der Tat Helmut Schmidt ist sehr engagiert bei dieser Bank ING DiBa seit Mitte der 90er Jahre mit dem Journalistenpreis. Diese zweite Karriere von Helmut Schmidt ist ja auch der Gegenstand des Buches und immer wieder versuchen Sie auch zu ergründen, wo die Gründe liegen für diesen phänomenalen Erfolg für so eine Karriere. Wie würden Sie das zusammenfassen? Was ist da Ihr Fazit? Also ich habe das Buch von Anfang an in drei Teile gegliedert. Nicht, weil das ungefähr 3x10 Jahre sind, sondern weil tatsächlich zweimal in dieser Phase eine Zäsur zu beobachten ist. Die eine Zäsur ist die deutsche Einheit. 1990 ist Schmidt begeistert über diesen Prozess und 1991 fängt er an, den Regierungschef Helmut Kohl massiv zu kritisieren, in der Überzeugung, dass er selber vieles, das meiste, sicher sehr viel besser machen würde. Die Liste wird immer länger, das Vokabular wird immer deftiger und das endet dann auch 1993 in vorübergehenden Ambitionen Schmidts, möglicherweise doch noch einmal als Kanzlerkandidat anzutreten. Das wird im Buch ausgeführt, ohne dass ich das bewerte. Wenn er gebeten worden wäre damals, hätte er sicher nicht Nein gesagt, so würde ich es resümieren. Und dann kommt diese Phase, die 91 beginnt, die bis ans Ende der Ära Schröder geht, die Phase der Einmischung, denn er mischt sich auch in der rot-grünen Koalition immer wieder ein. Etwas leiser natürlich, denn er kann den Regierungschef natürlich nicht mehr direkt konfrontieren, direkt angehen. Das ist eine sehr für ihn sehr harte Zeit, denn obwohl er auch hier glaubt, er macht es besser als der Amtsinhaber, muss er sich zurückhalten, weil der nun von der eigenen Partei ist. Und dann kommt das, was ich in dem Buch, in dem dritten Teil überschreibe, Wege des Ruhms, diese nicht mehr fassbare Verehrung, die einerseits natürlich am biologischen Alter liegt,
Das ist einfach, wenn er dann immer so sagte, das liegt an meinen schönen weißen Haaren, war das einerseits Koketterie, aber es entsprach auch doch der Wirklichkeit. Er war dann 85, sein 85. Geburtstag ist etwa dieser Punkt, wo er dann auch über den Boulevard wirklich zu einer Kultfigur wird. Und das dann genießt, manchmal wird es ihm unheimlich, da kommen dann so Sätze, die ja auch immer wieder variiert, ein Volk, das einen 90-Jährigen zum Vorbild wählt, mit dem kann was nicht stimmen. Im Hinterkopf dann, naja, also solange ich es bin. Ja. Könnte schlimmer sein. Also das sind sozusagen diese drei Teile des Buches. Einfach weil man sich von heute aus natürlich vorstellt, der Mann war ja immer schon so populär. Also spätestens mit seinem Abgang 82 war der ein Star, das war er eben nicht. Sondern eigentlich nur in den letzten 10-12 Jahren. Herr Steinbrück, Sie haben ja auch eine biografische Arbeitsbeziehung zu Schmidt und entstammen ja einer Generation, die ja eigentlich erstmal auf Distanz war zu Figuren wie Schmidt. Wie ging das? Sie haben uns ja oben gerade erzählt, die erste Begegnung. Was können Sie sich daran noch erinnern, was Sie dafür Empfindungen hatten? Ja, 1969 war einer der Gründe für mich, in die SPD einzutreten, nicht nur, sagen wir mal, zu etwas zu rebellieren gegen den Mief der Adenauer-Ära und manche Bigotterie, die damals zu beklagen war, Lebenslüge, denken Sie nur an die Hallstein-Doktrin und Ähnliches, ja. Sondern es war auch das Charisma oder der Charismatiker Willy Brandt. Aber je mehr ich dann auch selber tätig war in Bonner Ministerien als sehr junger Mann, ging mir der Satz durch den Kopf, den mir mal jemand sagte, in der Politik käme es nicht auf das gut Gemeinte, sondern auf das gut Gemachte an. Und damit verschob sich mein Blickwinkel von Willy Brandt auf Helmut Schmidt. Es kam auf das gut Gemachte an. Und mir gefiel ausgesprochen, dass er jedenfalls auch nach meinem Wertekanon jemand gewesen ist, der seinen Popper, seinen Marc Aurel und seinen Kant sehr genau gelesen hatte. Und das entsprach in etwa auch, wenn man so will, meinem, in Anführungszeichen, philosophischen Grundstoff. Mhm. Aber er ist kein leicht zu nehmender Mensch gewesen. Viele in diesem Saal wissen das. Er konnte sehr schroff sein, er konnte unhöflich sein, er war immer faszinierend. Aber meine Frau hat einige Begegnungen mit ihm, wo sie mich hinterher fragte, sag mal, was verbindet dich eigentlich mit diesem Mann? Sie sprechen in dem Buch ja auch die Episode an, als Helmut Schmidt die Kanzlerkandidatur von Peer Steinbrück relativ früh auch ins Gespräch brachte. Und Sie bewerten das sehr recht kritisch. Ne? Ich habe die Passage vorher durch Herrn Steinbrück gegenlesen lassen. Also, ja, das ist die typische Absicherungsstrategie von Politikern. Aber ich erinnere mich sehr genau, ich erzähle ja die Vorgeschichte dieses Buches. Es war ein Projekt, was ursprünglich auch auf eine Idee der Indiba zurückging. Und lange Vorgeschichte, sehr spannend. Und dann kommt es zu dem Punkt, dass die beiden zusammenkommen im Sommer, bevor die Kandidatur entschieden werden Zug sollte. Zug um Zug, ne, das gemeinsame Zug um Zug, dieser gemeinsame Band. Und die Journalie, wenn ich das so sagen darf, hatte Herrn Steinbrück in diesem Sommer hochgeschrieben, hochgejatzt, in sozusagen, es gibt gar keinen anderen Kanzler als ihn. Und dann runtergeschrieben, nee, das gibt's nicht. Das Runterschreiben kam später, ja. Aber in diesem Sommer war es eben so, dass das zu früh kam. Und man wollte sich von den Journalisten nicht das Tempo vorschreiben lassen. Und darüber sprachen wir mit Schmidt am Vorabend. Und dann sagte er, warum soll ich mir von den Journalisten auch auf diese indirekte Weise den Mund verbieten lassen? Wenn ich Herrn Steinbrück für den geeigneten Kandidaten halte, dann sage ich das in diesem Buch. Und er hat dann das Gespräch mehr oder weniger darauf gebracht. Das hat man richtig gemerkt, das wollte er loswerden. Er hatte auch dazu was vorbereitet. Und kaum kam der Punkt, hat er druckreif gesprochen. Peer Steinbrück ist mein Mann. So. Ja, wer will sich dem denn dann entziehen? Aber im Ernst, es war ein Fehler. Ja. Ja. Weil für viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch für viele Vertreter aus den Medien, dies gleichsam einer Art Ex-Cathedra-Nominierung entsprach und nicht etwa einem in einer Demokratie üblichen geordneten Prozess, wo jemand sich bewirbt, nominiert, sich entsprechenden Wahlen stellt etc., sondern da sprach eben das Orakel aus Hamburg und es kam einem Ritterschlag gleich und das entsprach nur etwas vordemokratischen Empfindungen. Mhm. Und Sie schreiben ja auch, er hatte da seine eigene Rolle, also Helmut Schmidt hatte seine eigene Rolle da falsch auch eingeschätzt. Ja, ich spreche in diesem Zusammenhang von einem, ich sage das jetzt so ungeschützt, Bühnenkaiser. Er war sozusagen für das Volk, war er Kaiser, aber er war sozusagen, man wusste, er hat keine Macht und deshalb durfte er tun und sagen, was er wollte.
Und in dem Moment, wo er sagt, das ist nun der nächste Kanzler, in dem Moment prallte diese Bühnenwirklichkeit mit der politischen Wirklichkeit aufeinander und das harmonierte nicht mehr. Ja, es gibt den Satz, noch ein Lob von Ihnen und ich bin tot. Ja. Ich zitiere im Buch im Übrigen mit großem Genuss den derzeitigen und auch nächsten wohl regierenden Bürgermeister von Berlin, Müller, falls jemand nicht wissen sollte, wer das ist, der sofort am nächsten Tag, nachdem das Buch erschienen ist, zu Protokoll gibt über alle Organe. So geht das aber nicht. Also, der war damals, ich weiß nicht, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Charlottenburg oder so. Ja, das war aber sehr herablassend. War sehr herablassend, sehr so. Aha. Aber von denen gibt es ja in der SPD viele, Herr Steinbrück. Aha. Ja, also auch in der SPD hat Helmut Schmidt ja, das wird relativ deutlich, ist ja auch bekannt, einen schweren Stand nach seinem Amt. Eigentlich ist er in der SPD, das ist fast die Gruppe, die ihn jedenfalls über viele Jahre am wenigsten noch hofiert oder was von ihm wissen will. Während er in der Rest der Bevölkerung, auch über die Bildzeitung, über die Medien und so, wirklich schon sehr angesehen ist, über die Bücher wirkt er sehr stark, ist die SPD da relativ lange lauwarm eigentlich, ne? Das habe ich nicht ganz verstanden. Nee, ich meine, die SPD ist vielleicht die Bevölkerungsgruppe, die am wenigsten oder die größte Mühe hat, an diesen Schmidt-Hype einzusteigen. Ist so, ja. Kommt am spätesten. Schien mir über weite Strecken auch in der Rot-Grün-Zeit mit Oskar Lafontaine Schröder war jetzt wenig Schmidt. Ja. Kommt eigentlich erst mit dem Parteitag 2013, mit seiner 2013, berühmten Rede an die europäische Solidarität. Naja, seine Popularität oder dass er zur Kultfigur wurde, wie Herr Karloff, glaube ich, richtig sagt oder andere auch, die hatte ja etwas damit zu tun, dass er eben nicht ein typischer Parteipolitiker oder Gänger gewesen ist, sondern er ist in den letzten Jahrzehnten ja eher die Projektionsfläche gewesen für viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht einen angepassten, parteipolitisch geprägten Politiker haben wollten, der sich darin erschöpft, den verträglichen Kodex zu singen. Das war nie seine Sache, auch nicht, als er im Amt war. Und das bereitet der SPD gelegentlich Schwierigkeiten. Ich habe das mal genannt und umschrieben, dass man als Spitzenkandidat Beinfreiheit braucht. Mhm. Auf diesen Begriff erhebe ich auch ein gewisses Copyright. Diese Beinfreiheit hat er sich immer genommen. Diese Beinfreiheit hat sich auch Gerd Schröder immer genommen. Und das ist einer der Gründe, warum Sie Kanzler geworden sind. Mhm. Es fängt ja schon 82 an mit dem Abgang, wo er inszeniert sozusagen den Verrat des kleineren Koalitionspartners sehr geschickt. Das habe ich an den Anfang gestellt, weil es sehr wichtig ist für das spätere Schmidt-Bild, zu sehen, wie er hier seine eigene Rolle als Kanzler des Staates über die Parteien stellt, und zwar auch über die eigene Partei. Und dann kommt ein Jahr später der Kölner Parteitag, wo ihn seine Partei sozusagen zerfetzt. 13 Abgeordnete stimmen noch für den zweiten Teil des NATO-Doppelbeschlusses. Und ab da geht das bergab. Wird begleitet von Auseinandersetzungen zwischen Schmidt und Brandt, die auch sehr interessant sind, wenn man sie mal im Detail unter der Lupe untersucht, weil sie auch in Briefen und Telefonaten niederschlägt. Und es bleibt eigentlich von Anfang an, von 82 an, das Gefühl, der Mann ist eigentlich gegen seine Partei groß geworden. Und alles, was er macht, ist eigentlich gegen den Widerstand der Partei geschehen. Ähnlich wie bei Schröder auch, nehmen Sie die Agenda. Und insofern kann man eigentlich nur der SPD vorwerfen, dass sie viel zu spät erkannt hat, welches Potenzial in Schmidt steckt, während er sozusagen via Maischberger und Beckmann schon sozusagen der absolute Star in Deutschland war, hat die SPD noch immer gefremdelt, noch 10 Jahre gefremdelt, und erst ganz am Schluss hat sie es verstanden. Also wenn die geschickter gewesen wären. Ja, den Fehler hat die SPD ja mehrfach gemacht. Siehe die Art der Kommunikation mit der Agenda 2010. Statt die selbstbewusst nach vorne herauszutragen und gegebenenfalls zu sagen, dass Fehler auch dann nochmal beseitigt werden müssen oder dass es gewisse Nachjustierung geben muss, ist die SPD mit sich am Hadern gewesen, hatte diese schon defensive Körpersprache mit dem eingezogenen Kopf und entschuldigt sich für sich selber. Und wer wählt eine unglückliche Partei, die mit sich hadert? Das spielte eine erhebliche Rolle. Ich glaube allerdings, dass er ziemlich darunter gelitten hat, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, dass die SPD nachträglich nach dem NATO-Doppelbeschluss nie die Größe, nie die Grandezza gehabt hat, eben dann einige Jahre später nach erfolgreichen Abrüstungsverhandlungen und der Wirkmächtigkeit dieses NATO-Doppelbeschlusses zu konzidieren, dass er recht hatte. Dass die 13 Leute auf dem Kölner Parteitag im Herbst 1983 auf der richtigen Seite waren und die anderen 450 Delegierten auf der falschen Seite waren. Spätestens als Gorbatschow, wie Herr Karloff auch in dem Buch schreibt, eben zu erkennen gegeben hat, dass Schmidt der Erfinder
jeder, der Nulllösung gewesen ist. Er also diese Bestätigung von außen bekommt, aber nicht von seiner eigenen Partei, ist das ein Punkt gewesen, der ihn doch in eine gewisse Distanz gebracht hat zur SPD. Herr Rühr, der hier im Saal ist, hat damals einen sehr schönen Artikel geschrieben, wo er der SPD gezeigt hat, ich glaube zum 75. Geburtstag, wie man es macht, über die Parteigrenze hinweg die politische Leistung des politischen Gegners anzuerkennen und sozusagen und der SPD zu sagen, jetzt guckt doch mal, was ihr da in euren eigenen Reihen für einen tollen Politiker habt. Aber die SPD hat es nicht verstanden. Und er litt ja auch drunter, das wird ja auch in Ihrem Buch deutlich, dass man immer dachte, die neuen sozialen Bewegungen, die Grünen und Willy Brandt, das sind die eigentlich moralisch Handelnden. Das sind die von einer gewissen Sittlichkeit getriebenen Akteure und sie machen nur so ein popperianisches Verwalten des Bestehenden. Das ist ja bei ihm auch ein starker Moment, sich dagegen immer wieder zu verwahren und auf die Grundlagen seiner Arbeit hinzuweisen, die sittlichen. Das war, glaube ich, der Kern der Auseinandersetzung mit dem, was für ihn unter 68 fiel, dass die 68er ihm die moralische Grundlage seines politischen Handelns absprechen wollten, indem sie ihn einfach als Raketenkanzler oder Kanzler des Staates oder so titulierten und ihn in eine Ecke stellten, in der es den Anschein hatte, als habe dieser Mann keine ethisch-moralischen Grundsätze. Und darunter hat er gelitten und sah aber, dass da mit dieser nachfolgenden Generation eigentlich gar kein Gespräch möglich war. Er sah sich reduziert auf den Macher, auf den Pragmatiker. Wie die richtigere Beschreibung von ihm selbst kommt, und ich glaube, es war eine richtige Selbsteinschätzung, er ist Pragmatiker in einer sittlichen Überzeugung oder in einem ethischen Fundament gewesen. Das versuchte ich vorhin schon mal anzudeuten, weil er natürlich sich mit Popper und mit Kant und Marc Aurel sehr intensiv beschäftigt hat. Ihn einfach zu reduzieren auf den Pragmatiker ist damals schon falsch gewesen und für die letzten 30 Jahre erst recht. Wenn ich noch hinzufügen darf, allerdings diese Auseinandersetzung mit den 68ern, die dann auch ihre Repräsentanten fanden, natürlich in der SPD, und er sah Willy Brandt ja immer in einer gewissen, fast mindestens sympathisierenden Rolle, die ihm unheimlich gewesen ist. Aber jemand wie Eppler ist natürlich ein absolutes ein Gegenpol gewesen für ihn. Wahrscheinlich eine grauenhafte Erscheinung in seinen Augen. Aber diese Auseinandersetzung mit den 68ern hat ihm allerdings auch den Blick etwas verstellt, was dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre entstand. Mit der Umweltbewegung, mit der Friedensbewegung, mit der Frauenbewegung. Das sind nachher nicht mehr seine Themen gewesen. Da hat er das Sensorium, glaube ich, nicht mehr entwickeln wollen. Das war nicht mehr seine Welt. Obwohl er mit seiner Frau eine Naturschützerin der ersten Stunde an seiner Seite hatte. Und diese schöne Passage, wo sie sagen, er soll mal schreiben über die Menschen, die in seinem Leben was bedeutet haben. Und er fängt dann an, ach ja, Marc Aurel und so und so. Und dann sagt seine Tochter, ja, und deine Frau, vielleicht deine Ehefrau. Und dann, ja, natürlich, macht er sich dann auch an die Arbeit. Die spielt eine wirklich sehr zentrale Rolle. In dieser zweiten Hälfte. Wenn ich eben noch eine kleine Anekdote einfach an den für den Eppler, weil das liegt mir jetzt wirklich auf der Zunge, ein schöner Fund aus dem beschworenen Archiv, da gibt es einen Ordner, der ist nicht sehr dick und da steht drauf Gegner. Ja. Den habe ich natürlich als erstes rausgezogen. Ja. Und da war aber nur eine Person drin, Erhard Eppler. Aber der Ordner war angelegt auf mehrere. Also entweder ist ihm dann kein Gegner mehr eingefallen oder er hat die Lust verloren, nicht genannt soll seiner werden. Auf jeden Fall hat er alles zu Eppler gesammelt, von seiner ersten Begegnung über alles was. Und ganz oben drauf lag der Fragebogen der FAZ. Der Fragebogen der FAZ an Erhard Eppler, und er enthält unter anderem die berühmte Frage, wer oder was hätten Sie sein wollen? Und da hat Herr Eppler geschrieben, Bundeskanzler. Ja. Und da hat Herr Schmidt seinen grünen Stift genommen, hat es umrandet und hat ein dickes Ausrufungszeichen dran. Und dann wissen Sie so in etwa, was in ihm vorgegangen sein muss, als er sich mit der Frage beschäftigte, ob er jetzt dem Herrn Eppler in seinen Erinnerungen ein Kapitel widmen soll. Aber Helmut Schmidt hat das noch mitbekommen, oder Sie hatten es ja auch besprochen, dass Sie dieses Buch über ihn schreiben, über seine späten Jahre.
Sie hat den Zugang zum Archiv und sowas, das hat er Ihnen alles ermöglicht. Er wollte schon sehr viel früher ein solches Buch und dann hat es eigentlich ursprünglich erwartet von Hartmut Söll, der ja in den 2000er Jahren eine große, zweibändige, dicke, sehr gründlich recherchierte Biografie vorgelegt hat, in der jeder Tag im Leben Schmidts aufgedröselt wurde. Und die endet mit dem 1. Oktober. Und für die 25 Jahre danach hat Herr Eppler noch 30 Jahre. Und das fand Herr Schmidt irgendwie so nicht hinnehmbar. Und, aber Herr Söll wollte nicht mehr und fand dann möglicherweise diese Zeit auch nicht interessant genug. Ja. Und dann hat Herr Schmidt immer gesagt, wer schreibt denn das, wer schreibt denn das? Und 2014 habe ich gesagt, na, dann würde ich mich. Und dann war erstmal sozusagen, ich wusste nicht, wie er reagiert. Also musste 4 Wochen dann warten bis zu meinem nächsten Besuch. Nein. In der Ungewissheit, ob er das nun gut findet. Er hätte auch Nein sagen können, passt mir nicht. Aber er hat gesagt, machen Sie. Und dann, die Voraussetzung war natürlich, das war ganz klar für uns beide, dass es keine Limitierung für mich gibt, was die Akten betrifft. Also ich durfte alles sehen, alles kopieren. Frau Lemke, die Archivarin, die hier ist, musste mir alles zeigen, das tat sie auch gern. Aber normalerweise ist Frau Lemke im Archiv, die zeigt immer nur den Satz und deckt oben und unten alles ab. Ja. Archivare, ja, gerne so. Und dann haben Sie ja auch wirklich Unterschiede in der Bewertung, insbesondere in der Frage der NS-Zeit. Das ist ja auch ein wirklich wahnsinnig spannendes Kapitel, wo Sie erklären, wie... Das ist in der letzten Woche in der Zeit abgedrucktes Kapitel in einer sehr verkürzten, verdichteten Form. Ich war darüber nicht glücklich, das sage ich ganz offen, weil ich erstens finde, dass man das Buch nicht auf dieses Kapitel reduzieren sollte. Und weil es in dieser kurzen Fassung irgendwie einen falschen Eindruck vermittelt. Andererseits ist es so, dass man, wie ich finde, Helmut Schmidt nur verstehen kann, wenn man nicht diese Zeit als Soldat oder die 12 Jahre des Nationalsozialismus versteht, sondern wenn man seinen Umgang damit versteht. Und diese Haltung, die er in den späten Jahren an den Tag legt, von nichts gewusst zu haben, diese vollkommene aus Trotz auch in dem Gespräch mit Fritz Stern zum Beispiel, das wunderbare Gesprächsbuch mit dem amerikanischen Historiker Unser Jahrhundert, geht es ja über Seiten. Und ich habe diese Gespräche damals begleitet, über mehrere Stunden. Fritz Stern immer wieder sagt, Sie müssen doch von Dachau gehört haben, Sie müssen doch Bergen-Belsen gewusst haben. Und er immer nur Nein, Nein, Nein sagte. Und wenn man dann Dokumente findet aus den 60er Jahren, wo er dieses Thema sehr viel offener angeht und sagt, natürlich hatte man irgendwas gehört, auch der Name Auschwitz fiel mal. Dann muss man fragen, was ist sozusagen zwischen 68, ist dieser eben zitierte Aufsatz, und der Mitte der 80er Jahre, was ist da passiert? Und das versuche ich aufzudröseln. Sozusagen diese Frage nach Schuld, Verhängnis, Scham, ein für ihn sehr wichtiger Begriff. Er hat sich dafür geschämt, aber er hat sich nicht so sehr dafür geschämt, dass er kein Widerstandskämpfer geworden ist. Da sagt er, Helden sind rar, ich war keiner. Aber für ihn war die Scham schon eine Stufe früher. Er hat das System nicht durchschaut. Er hat sozusagen Unmenschlichkeit des Nationalsozialismus, dieses Verbrecherische, hat er nicht gesehen. Ist jedenfalls meine Überzeugung, die ich ableite aus den verschiedenen Phasen seiner Beschäftigung mit dem Thema. Und es gibt Historiker, die hergehen und sagen, er hat 1985 gesagt, es sei 33 gewesen und 1995 hat er gesagt, es sei 34 gewesen. Also hat er gelogen oder er hat immer nur das zugegeben, was er zugeben musste, weil das ist ein solcher, also gegen solchen Unsinn wehre ich mich auf diese Weise indirekt. Das Buch darf nicht auf dieses Kapitel reduziert werden, aber dem Publikum würde ich gerne sagen, das ist ein Beispiel dafür, dass Herr Karloff eben nicht einfach nur eine bloße Hymne, eine Hagiographie geschrieben hat, sondern sich auch mit einigen dunklen Ecken in der Schmidtschen Biografie beschäftigt und in der Tat dieses Schamelement, wie ich finde, sehr gut dort herausarbeitet. Auch eine gewisse Verdrängungsleistung, die er vollzogen hat. Das Kapitel weist darauf hin, dass der Autor in der Tat immer die Distanz gewahrt hat und dem Publikum, der Leserschaft, also Ihnen, auch bereit ist, Ecken auszuleuchten, die Helmut Schmidt ganz gerne im Dunkeln und im Verschlossenen gelassen hätte.
Ja. Auch sein Verhältnis zu Willy Brandt ist sehr viel vielschichtiger, als es gelegentlich öffentlich bisher debattiert worden ist. Auch das wird in diesem Buch sehr gut beschrieben, wobei ich von Helmut Schmidt selbst weiß, dass er bei seinem letzten Besuch in Onkel Willy Brandt, kurz vor dessen Tod, sie haben sich dann nochmal ausgesöhnt, also bevor Brandt gestorben ist. Aber es ist lange ein ausgesprochen spannungsreiches Verhältnis gewesen in der Zeit, er als Kanzler, Brandt als Parteivorsitzender. Ja, weil ja auch Brandt nach seiner Amtszeit noch so wahnsinnig populär. Ja, und es spielt dabei eine Rolle, was ich auch nicht nur dem Buch entnehme, sondern auch von anderen Gesprächen, gerade weil er Oberleutnant der Wehrmacht gewesen ist und natürlich in der im Nachkriegsdeutschland der SPD eine ganze Reihe von sehr ehrenwerten Persönlichkeiten tätig waren, die entweder im Exil waren oder die im Widerstand gewesen ist, da habe ich manchmal den Eindruck, dass er sich moralisch irgendwie in der Defensive befunden hat gegenüber den Wehners, den Brandts, Carlo Schmidt, Reuter, wer immer das gewesen ist, nach dem Motto, ich bin dabei gewesen, während die anderen einen höheren moralisch-ethischen Stand haben. Und er kommt dann auch richtig unter Druck, es beschäftigt ihn lange Jahre nach der Rede von Weizsäcker 84. Ja, ne, das ist der Wendepunkt im Grunde. Dieser Satz, wer Ohren hatte, wer hinsehen wollte, konnte, wer konnte die Deportationszüge rollen hören. Ein schon damals heftig umstrittener Satz, auch in den eigenen Reihen der CDU. Und diesen Satz hat Herr Schmidt dem Bundespräsidenten sehr übel genommen. Er hat sich noch 40 Jahre später erinnert, oder 30 Jahre später erinnert, dass er unmittelbar danach Weizsäcker einen Brief geschrieben habe, einen wütenden Brief. Und Weizsäcker hat sich auch erinnert, dass er diesen Brief bekommen hat. Der Brief ist nicht zu finden gewesen, weder im Schmidt-Archiv noch in den Nachlässen Weizsäcker im Bundesarchiv, nichts. Also, aber es muss eine Auseinandersetzung gegeben haben, und beide haben später über diesen Punkt nie wieder geredet. Das war sozusagen der blinde Fleck. Aber das war etwas, wo Schmidt auch Weizsäcker den Vorwurf machte, dass das nicht ehrlich ist. Mhm. Weil er sagte, als Sohn des Staatssekretärs, der Vater Weizsäcker war ja nun Staatssekretär im Auswärtigen Amt, hat man natürlich gehört und gesehen vieles, was wir kleinen Muschkoten, sagte er dann, gar nicht geahnt haben. Und Weizsäcker argumentierte dann dagegen, ja, die kleinen Muschkoten, die vorne an der Front, die wussten doch eigentlich, was, sagen wir doch, die Truppenbewegungen und die SS-Einheiten. Und diese Ambivalenz, ich habe ein kleines Porträt über die beiden. Das war ein schwieriges Verhältnis, aber insofern wichtig, weil sie voneinander profitierten in den letzten. Also es war sozusagen ein Weizsäcker und Schmidt zusammen waren sozusagen noch mal eins größer als Schmidt. Und das wussten sie beide auch. Ja. Dass sie da voneinander profitierten. Und, aber da merken Sie auch den Unterschied, wenn Sie die Verehrung für Weizsäcker und die Verehrung für Schmidt vergleichen, merken Sie auch den Unterschied zwischen einem ehemaligen Bundeskanzler, also einem Mann der Exekutive, und einem ehemaligen Bundespräsidenten. Weizsäcker bleibt eben auch nach seinem Amtsausscheiden immer präsidial, immer versöhnlich, immer auf Konsens bedacht. Und Schmidt zündelt bis ins ganz hohe Alter und ist deshalb auch viel beweglicher. Ja, nur das Merkwürdige ist ja, er zündelte nicht nur, er war in manchen Positionen völlig konträr zur Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung, mehrfach. Der einzige Politiker, dem diese Rolle aber quasi verziehen wurde oder konzidiert wurde, war er. Also er provozierte gerne, er sprach nicht den Leuten nach dem Munde, er stilisierte sich selber kongenial auf dem medialen Resonanzboden, aber er ist einer der ganz wenigen in meiner Erinnerung der letzten Jahrzehnte, der dafür nicht mit einem Shitstorm irgendwann mal abgestraft worden ist. Stimmt. Fantastisch. Ja, und über große Schlagzeilen, also im Hamburger Abendblatt, Anfang der 90er Jahre, Paragraph 16, Asylrecht, geht so lange hin und her, dann überlege ich so, es gibt ein großes Interview im Hamburger Abendblatt unter der Überschrift, wie viel Anatolien verträgt Europa? Mhm. Oder in der Bild-Zeitung, Begnadigungsdebatte, RAF-Terroristen. Der ging ja jetzt über viele Monate, Stichwort des Bildreporters. Was sagen Sie, Herr Schmidt, was empfinden Sie?
Ich empfinde nur Brechreiz. Mhm. Also das ist schon sehr deutlich auf Seite 1 der Bild-Zeitung. Ja, und in der Zeit hätte er das auch nicht geschrieben. Ja, weil gerade im Umgang, das ist natürlich jetzt aus trauriger Aktualität nochmal zu studieren, sein Umgang mit dem Terrorismus, ja, da ist schon eine ganze Meisterschaft drin, da kann man wirklich eine Menge lernen. Ja, auch zugleich natürlich volle Härte, aber auch dabei, wie mit so einem ABS-System, trotzdem steuerbar das Land zu halten und genau zu überlegen, eben nicht zu sagen, wir sind im Krieg. Ja, man wusste ja noch, was das bedeutet, sondern genau zu sagen, hier, wir kriegen euch zwar alle, aber nach und nach, aber es ist kein Krieg, ihr seid keine Soldaten, sondern ihr seid halt Verbrecher. Ja. Und dabei die demokratische Substanz unseres Gemeinwesens nicht aufzugeben, nicht preiszugeben. Das ist eines der großen Verdienste von ihm. Also gerade jetzt, die Reaktion der französischen Regierung, völlig anders, völlig kopflos, in meiner, ich glaube auch verheerend und auch viel weniger erfolgreich gegen Terrorismus. Da kann man wirklich noch eine Lehrstunde von ihm nehmen, wenn man sich diese alten YouTube, diese Aufnahmen seiner Reden anschaut. Wirklich meisterhaft. Und überhaupt dieses Habituelle, ja, einerseits den Leuten immer wieder zu erklären, wo wir stehen, also bis zum Schluss, ja, das war wie Google Earth, er und Fritz Stern, ja, die konnten ja immer zoomen auf jede Epoche, auf jeden Winkel der Welt und sagen, hier ist das passiert, heute sind wir hier und so weiter, dieses Pädagogische und zugleich trotzdem immer so volksnah zu bleiben. Ja, das war ja, hatte ja auch so eine kulturelle Sache, sein Haus in Langenhorn, das war jetzt nicht so der Protzpalast eines Oligarchen, sondern jeder wusste so und so, der lebt im Grunde, wie viele Deutsche leben. Und das so zusammenzukriegen, dieses internationale Elder Statement und dieses Hamburger Jungen, der am liebsten Würstchen und Kartoffelsalat isst, das ist echt eine super Synthese. Was zutreffend war. Oder auf sehr komplizierte Fragen von Frau Maischberger einfach nur zu antworten, nö. Das beschreiben Sie auch sehr schön, wie er die Medien bedient bis zum Schluss. Also das ist ja auch hochkomisch, wo er sagt, also Beckmann darf nicht öfter vorkommen als Maischberger. Oder immer im Wechsel. Es war mir so auch nicht, ich meine, ich habe das ja alles miterlebt, so bewusst war mir es nicht, aber wenn Sie dann alle Daten aufschreiben, denken Sie plötzlich, ist ja irre. Und dann ist irgendwo eine Lücke und dann war er mal bei Jauch. Ja, ja, genau. Also es ist schon sehr ausgewogen. Aber er hat es genossen er hat darauf auch viel Wert gelegt. Das meiste hat er ja sozusagen durch sein Büro abschlägig beschieden. Und dann kommt aber zum Beispiel Die Hör zu, das ist irgendwie so 2010, eine wunderbare Geschichte, dass er zum beliebtesten Deutschen gewählt wurde, wie eine Forsa-Umfrage zeigt. Und Die Hör zu möchte das ganz groß in der übernächsten Nummer bringen und gerne mit einem Interview begleiten. Er ist am Bramsee, da empfängt er normalerweise Hans Steinbrück oder enge Freunde und bekommt das, schreibt auf, eilt, kann am Montag gleich kommen. Also... dann kommt ein Jahr oder zwei Jahre später kommt eine große Umfrage wieder nach dem beliebtesten Deutschen, steht er wieder auf Platz 1 und dann wird bekannt, dass diese Umfrage vom ZDF gefälscht wurde. Sie erinnern sich vielleicht. Ja, ja, ja. Großer Skandal, weil die mit Blick auf ihre Studiogäste, wer kann kommen, ne? Wer kann kommen, wer kann nicht, haben sie die Rangliste verändert. Und da interessiert er sich vor allem dafür, ob sein Platz 1 verdient ist. Also ob da auch dran getürkt wurde. Und dann ist aber alles richtig und er ist ganz froh, dass er unter den Männern Platz 1 und Frau Merkel, die amtierende Bundeskanzlerin, unter den Frauen Platz 1 belegt. Das sind einfach Geschichten, die sozusagen auch seine Persönlichkeit zeigen. Über solche Anekdoten kann man ja jemanden erfassen, jenseits der Öffentlichkeit. Und deshalb waren mir diese Dinge, die vielleicht viele läppisch finden, wichtig, ja, weil sie zeigen, wie er denkt. Und auch in seiner Menschlichkeit, allzu Menschlichkeit und immer sozusagen unter Wahrung der Grenze der Diskretion. Ja, dieses Thema Menschlichkeit, das bringt man ja mit ihm auch nicht unbedingt zusammen, dass er sich wahnsinnig einsetzt dafür, wirklich gefallene Freunde und Genossen, die wirklich einiges auf dem Kerbholz haben zum Teil, und er wird da demarschiert und wird vorstellig, um denen zu helfen. Würde man heute, wir haben ja so ein Klima ein bisschen der politischen Korrektheit, wenn einer da was tut, dann lassen die Freunde ihn ja direkt fallen, weil sie denken, sie stecken sich gleich an und so. Da kann man von dieser Kriegsgeneration doch wirklich einiges lernen. Ja, Karl Wienand, berühmter Fall. Ich glaube, es gibt wenig Leute im Saal, die für Karl Wienand die Hand heben würden. Kein Chorknabe, sagen wir mal so. Nein, er war sozusagen der Mann, der den Dreck wegräumte für die SPD in den 70ern.
der sozusagen die rechte Hand von Wehner. Er hat auch bei dem Misstrauensvotum natürlich Hintergrund gehabt. Und später ist er dann durch Skandale, durch Bestechungen und so immer wieder in die Schlagzeilen gekommen. Aber er war der erste Abgeordnete, der mit Schmidt das Büro teilte, 1953 in Bonn. Und da haben die sich angefreundet und seither schätzte er ihn. Mhm. Und wenn man einmal seine Gunst erworben hat, menschlich, dann war das sehr schwer, die zu verspielen. Und hinzu kam, dass Wiener nur ein Bein hatte, ein schreckliches familiäres Schicksal hatte, ganz furchtbare Schicksalsschläge. Und das hat ihn auch getroffen. Mhm. Und dann hielt er an ihm fest, obwohl alle Fakten dagegen sprachen, und hat dann beim Bundespräsidenten eine Begnadigung erwirkt. Ja. Herr Steinbrück, wie, Sie hatten ja diese schöne Rede jetzt im Bundestag, Ihre letzte Rede im Bundestag. Wenn Sie so diesen Lebenslauf, auch gerade die zweite Karriere von Schmidt sich angucken, können Sie da sich inspirieren, nehmen sich da was vor, wie man wirken kann noch in die Öffentlichkeit, auch wenn man keine Ämter mehr hat? Naja, in den Gesprächen, ich bin der Kuratorensvorsitzende im Augenblick der privaten Helmut und Loki Schmidt Stiftung. Und wenn wir ihn darauf ansprachen, insbesondere früher auch der frühere Hamburger Bürgermeister Schulz, der dort noch viel mehr Verdienste hat als alle, die jetzt noch tätig sind, ob wir nicht eine Initiative ergreifen sollten zu einer Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung, also auf der Basis eines Bundesgesetzes. Dann hat er das etwas so in Abrede gestellt, nach dem Motto, das könnt ihr machen, wenn ich tot bin. In Wirklichkeit erwartete er von den Beteiligten natürlich schon, dass die aktiv werden, was Peter Schulz auch wurde im Kanzleramt. Aber es war für ihn völlig klar, dass der Sinn und der Stiftungszweck nicht etwas sein sollte, was er selber als Denkmalsbeweihräucherung bezeichnete. Nach dem Motto, also wenn diese Stiftung sich nur darum kümmert, was ich denn in den 60er Jahren bewegt habe oder in den 70ern und nochmal meine Kanzlerschaft beleuchtet, ist nicht das Thema, sondern welche Impulse, welche Ideen, welche Vorstellungen hat er gehabt, die auf die heutigen Zeitfragen angewandt werden können. Mhm. Das heißt, das, was er dargestellt, was er an Ideen, auch an Schrifttum entwickelt hat, wie relevant ist das mit Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik, mit Blick auf das ein wichtiges Thema, das ihn immer bewegt hat, Europa, oder auch mit Blick auf den Generationsvertrag. Alles hochaktuelle Themen vor dem Hintergrund der Demografie, und man muss sich den augenblicklichen fragilen Zustand von Europa nur angucken, dann weiß man, welche Bedeutung das hat. Dem Buch von Herrn Karloff entnehme ich an der einen oder anderen Stelle, dass es noch eine Reihe von anderen Themen gewesen sind, die mir nicht so gegenwärtig waren. Mhm. Er hat, was Herr Karloff besser beschreiben kann, sich sehr früh mit der Frage des Zusammenlebens der großen Weltreligion beschäftigt, was kaum jemand weiß. Was offenbar, und er war ausgesprochen erlöst, und Herr Rühe werden das besser wissen als ich, in der Freitagsgesellschaft sehr aufgeschlossen gegenüber technischen Entwicklungen und den Veränderungen, die technisch strukturell auf unsere Gesellschaft und damit auch Auswirkungen auf die Politik haben. Das sind alles Themen gewesen, für die sein öffentliches Image, die finden sich in seinem öffentlichen Image nicht wieder, aber das war er auch. Ich glaube, Sie müssen ja schildern, wie er mit einem früheren japanischen Ministerpräsident Fukuda, meiner Erinnerung nach, dann versucht hat, auch international solche Themen sehr stark voranzutreiben. Wo man ein bisschen aus dem Buch herausliest, dass er über die eine oder andere Initiative doch enttäuscht gewesen ist, weil sie nicht die Dimension und die Durchschlagskraft, die Wirkungsmächtigkeit angenommen hat, die er sich eigentlich davon versprochen hat. Ja, das Buch endet mit einem Blick, wo ich nochmal mich konzentriere, auf die letzten Monate. Mhm. Und allein, was er noch im Jahr 2014, 15 macht, zeigt, wie aktuell es das Buch ist, also wie sehr ihn die aktuellen Fragen beschäftigen. Das eine ist die Flüchtlingspolitik. Er schreibt im Februar 2015, das ist ein halbes Jahr vor Ausbruch der Krise, einen Brief an die Bundeskanzlerin, bedankt sich für die Grüße zum Geburtstag und zu Weihnachten und sagt, verehrte Frau Bundeskanzlerin, da kommen gewaltige Probleme auf Sie zu. Und ich kann Ihnen nur sagen, für das Flüchtlingsproblem gibt es entweder eine europäische Lösung oder es gibt keine Lösung. Mhm. Und zweitens kann ich Ihnen sagen, Sie werden so viel Ärger und Gegenwind im Innern bekommen, dass Sie sich gar keine Vorstellungen machen. Und drittens muss ich sagen, die christliche Nächstenliebe als Grundlage dieser Politik, so wie Sie es gesagt haben, das finde ich ganz prima. Und das liest man dann doch mit großem Erstaunen, dass ein Pragmatiker, sozusagen diesen Merkel'sche Ansatz
ihr gegenüber in einem privaten Brief, den ich jetzt publiziert habe, so betont. Und das Zweite, was ich, wo er natürlich unglaublich einen Überblick hatte, ist sein letztes Gespräch mit Putin im Dezember 14 oder 13, wo er in Moskau bei Putin auf dem Landsitz ist, ein mehrstündiges Gespräch, das protokolliert wurde, wo er sagt, die Schuld an diesem ganzen Kladderadatsch liegt bei den USA. Die USA, die Ukraine, um die Ukraine. Ukraine hat noch nicht angefangen, das fängt ein paar Monate später an, aber das war für ihn dann die logische Folge dieser falschen westlichen Politik. In den 90er Jahren, als das bipolare System zusammenbrach, haben die USA einen solchen Druck auf die NATO ausgeübt, die Grenzen nach Osten zu verschieben. Das konnte kein Russe hinnehmen. Und die, in dem Moment, wo die Russen die Möglichkeit haben, das zurückzudrehen, werden sie das tun. Man muss sich vorstellen, und da kommt ein Bild, was ich unglaublich eindrucksvoll fand. Man muss sich vorstellen, der Warschauer Pakt hätte 1962 seine Ministerratstagung auf Kuba abgehalten. Mhm. Das ist das, was die NATO hier im Osten macht, wenn sie in Tiflis, Georgien, sich trifft. Wir reden dort über den sogenannten NATO-Gipfel, ich glaube 2007, 2008 in Bukarest, wo die USA sehr stark aufs Gaspedal gedrückt haben, Georgien und die Ukraine in die NATO aufzunehmen, was Gott sei Dank damals übrigens durch eine deutsch-französische Diplomatie verhindert worden ist. Das ist richtig, was Herr Karloff schildert, aber man sollte der Leserschaft und dem Publikum auch nicht den Eindruck vermitteln, als ob er plötzlich in eine Art Äquidistanz gegangen ist zwischen Moskau und Washington. Das ist keineswegs der Fall. Definitiv nein. Für ihn ist die westliche Einbindung der Bundesrepublik Deutschland, die Verlässlichkeit der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, die Bündnisfähigkeit auch der Bundesrepublik Deutschland von einer entscheidenden Bedeutung gewesen, was ihn aber nicht daran gehindert hat, die Fehler westlicher Diplomatie und Politik sehr stark beim Namen zu nennen. Genauso kritisiert hat er das Angebot der EU-Kommission an die Ukraine, ein EU-Assoziierungsabkommen der Ukraine zu eröffnen, was dann ja, wie wir wissen, nach Vilnius einer berühmten EU-Sitzung dann von den Ukrainern selber abgelehnt worden ist. Aber da war ihm völlig klar, dass das ein Ausholen ist in einen Raum, der letztlich das Glacis der die gedemütigten Großmacht Russland ist. Und eine solche gedemütigte Großmacht wie Russland kann sehr irrational reagieren oder sehr aggressiv reagieren, um ihren Stolz wiederherzustellen. Und das erleben wir ja auch gerade. Es gibt so eine Reihe von Themen, wo er da sehr eigenwillig ist, auch was China angeht, auch aus dem Bosnien-Konflikt schon damals eingeht, wo er sagt, dieses Einmischungsrecht, dieses Right to Protect und so, das war ja so gar nicht, sein Fall. Haben Sie da mit ihm auch mal kontrovers darüber diskutiert? Nein, ich habe mir von ihm erklären lassen, wenn das Thema dann aktuell war, wie er die Zusammenhänge sieht. Und das war immer, dass es den eigenen Blick so unglaublich geweitet hat. Eben auch bei diesem NATO-Thema, dass man diese ganze Diskussion um die neue NATO, dass man die immer auch unter inneramerikanischen Gesichtspunkten sehen muss. Dass es zum Beispiel in Amerika eine sehr starke polnische Gruppe gibt, die offenbar für Wahlen auch sehr wichtig ist. Das wusste er, kannte sich da einfach aus. Und wenn er dann sagte, dass die Amerikaner jetzt sozusagen den Polen, also Anfang der 90er Jahre, diese Avancen machen und wir müssen jetzt also die Grenzen, das ist einfach auch, um die amerikanische polnische Wählerschaft zu bedienen. Da kann man sicher das so und so sehen, aber dass man das einbezieht in die Gesamtbewertung, finde ich wichtig. Und solche Dinge konnte man bei ihm lernen. Und deshalb sagt er ja auch immer, es ist nicht so heiß, wie es gegessen wird, und es ist, wie es gekocht wird. Es ist alles schon da gewesen und es ist die Aufregung nicht wert, weil er immer mindestens ein oder zwei zusätzliche Argumente hatte, die Sache in einen viel größeren Zusammenhang gestellt haben, sodass man selber auch aus der eigenen Aufgeregtheit rauskam. Ich erinnere mich am 11. September, ich war an dem Tag zufällig auch in einem Hochhaus in Berlin bei Springer im 13. Stock, ganz schnell runter, so, wurde live übertragen da oben. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte mir, was machst du denn jetzt? Irgendwie ist jetzt die Welt in Unordnung. Und dann ist mir
nur eingefallen, du rufst jetzt Helmut Schmidt an. Das habe ich da nicht getan. Ja. Aber ich meine, wenn man so eine Reaktion, Impuls, ne? das ist sozusagen, wenn Sie mich danach fragen, wie waren die Gespräche und Kritik habe ich da gar nicht üben können. Mhm. Kritik habe ich an anderen Sachen geübt. Mhm. Da, wo er wollte, dass ich ihn kritisiere. Bei den Büchern. Bei den Büchern. Ja. Das ist ja eine wahnsinnige Arbeitsmaschine, das beschreiben Sie auch. Das gilt natürlich auch zu den vielen Sachen, die man aus dem Buch mitnimmt, was der weggearbeitet hat. Ja. Das ist ja in dieser Generation sowieso, dass die waren, aber ist ja unfassbar. Ja, auch diese Briefe, auf jeden Brief, den ihm jemand aus dem Wahlkreis schreibt, gleich mehrseitige Antwort und alles protokolliert. Und dann schreibt er, macht er eine Reise, schreibt er Auslandsberichte, verschickt die. Gut, an Leute, die jetzt nicht unbedingt immer alle gelesen haben. Aber es ist ein wahnsinniger Einsatz für die Sache. Auch diese Freitagsgesellschaft, ich wusste nicht, dass das so lange ging. Ne? Dass er da jeden Freitag die Leute zu Themen... Nee, jeden Freitag nicht. Oder auch regelmäßig, auf jeden Fall, regelmäßig die Leute zu Themen sich vorbereitet hat. Unfassbar. Hm. Ja, also wenn Sie im Archiv sind, zum Beispiel all die Bücher, ich sage jetzt mal schätzungsweise knapp 30 Bücher, zu all diesen Büchern gibt es Boxen und da liegen die handschriftlichen Manuskripte. Das ist bei Bänden wie Menschen und Mächte, sind das... Nee. Das 1500 Seiten, alles mit der Hand. Und das Jahr aus Jahr ein, alles mit der Hand. Auch die großen, wichtigen Vorträge, alles mit der Hand. Und ich weiß nicht, wie viele Politiker, die heute im Amt sind, überhaupt noch mit der Hand schreiben können, ohne und es daher auch noch entziffern können, Herr Steinbrück. Meine Bücher habe ich alle mit der Hand geschrieben. Aber es ist schon eine Generation, wie Herr Minkmar sagt, diese Arbeit. Bis abends. Es bot sich an, mit der Hand zu schreiben, obwohl es inzwischen eine Software gibt, die Sie vielleicht kennen, die heißt Dragon, die kann akustische Sprache übertragen in ein Schriftbild. Und eine solche Software, um etwas Anekdote zu werden, hatte meine Frau mir zu Weihnachten geschenkt, als ich mein erstes Buch schrieb. Übrigens auf Vermittlung von Helmut Schmidt unter der Betreuung von Herrn Karloff. Und daraufhin habe ich diese Software benutzt. Nur als die zum 27. Male dann plötzlich statt Exzess Exzem schrieb oder so, hatte ich, um es deutlich zu sagen, die Schnauze so voll, dass ich dann doch zum Stift gegriffen habe. Man kann sich ja nicht immer auf den Lektor verlassen. Ja. Da muss ich vielleicht eine Geschichte erzählen, die nicht im Buch steht, aber jetzt fällt sie mir ein. Wie diese, Herr Schmidt hatte ja doch, das darf man durchaus sagen, ohne dass es anzüglich ist, er hatte schon in manchen Partien schon was sozusagen von der Volkshochschule. Also er wollte gern schon die Dinge erklären. Das ist ja nicht, das gehört dazu. Und da hat er diesen Band, die Deutschen und ihre Nachbarn, und da wird also jedes Nachbarland abgehandelt, unter anderem auch die Schweiz. So viel wollte er und konnte er eigentlich zur Schweiz nicht sagen. Da hätte ich mehr sagen können. Ja. Wagadugu. Ja. Und dann fing er an, wenn wir Deutschen an die Schweiz denken, denken wir an den Schweizer Käse, an die Züricher Bahnhofstraße und an den Mont Blanc. Tja. Hat der Lektor stehen lassen. Aha. Oh. Zwei Wochen später kam ein Leserbrief. Der Mont Blanc liegt in Frankreich. Sie meinen wohl das Matterhorn. Durchschlag dieses Briefes an den Lektor. Wer hat das wohl zu verantworten? Ja. Das wird gern mal. Also auf solche Sachen musste man achten. Ja. Aber Sie haben in dem Buch natürlich auch wirkliche Enthüllungen drin. Eine Sache, die ich auch so nicht wusste, war dieser Versuch von Strauß und Springer, dann kurz vor der Wahl 80, noch so ein kleines Bömmchen zu zünden, um Schmidt in die Defensive zu bringen. War das bekannt? Oder hat... Nein, das war nicht bekannt. Mhm. Und das war wohl die Sache, die mich am meisten verblüfft hat. Ich konnte sie rekonstruieren durch verschiedene Überlieferungsstränge im Archiv. Also es gab im Wahlkampf 80 gab es Andeutungen des damaligen CSU-Generalsekretärs Stoiber. Man habe da Papiere, wenn man die publiziere, dann sei der Bundeskanzler erledigt. Und das wurde von dem damaligen Geschäftsführer der SPD, Egon Bahr, Geschäftsführer also, oder Wahlkampfleiter, mit Androhung der einstweiligen Verfügung weggebürstet. Herr Stoiber musste dann erklären, dass diese Andeutungen missverstanden worden seien. Bitte gerne. Das war so im Juni, Juli. Und dann gibt es, die Wahl ist im Oktober, 9. oder so, 3 Tage vor der Wahl, am Donnerstag, ein Telefonat zwischen Franz Josef Strauß, dem Kanzlerkandidaten der Union, und Axel Springer, darüber, dass man da doch Dokumente besitze, die man jetzt veröffentlichen müsse, damit der Bundeskanzler noch vor Sonntag zurücktritt.
Und diese Dokumente befänden sich nämlich im Besitz von Ost-Berlin. Mhm. Und damit würde der deutsche Bundeskanzler erpresst. Dieses Gespräch wurde mitgeschnitten von der Stasi, von wem sonst. Und der tauchte natürlich lange nach der Wende auf. Und das war schon mal interessant als Fund. Das brachte ich natürlich noch nicht mit den Stoiber-Äußerungen zusammen. Und dann gibt es viele Jahre später, nach dem Tod von Axel Springer, einen Brief seines Testamentsvollstreckers, Ernst Kramer, an Schmidt, lieber Herr Schmidt. Beiliegende Dokumente haben wir im Tresor von Herrn Springer gefunden. Und die gehören natürlich in den Reißwolf, aber ich finde, Sie sollten es wissen und sollten sie selbst in den Reißwolf tun. Und das sind angebliche Berichte, die Schmidt nach seiner Teilnahme am Volksgerichtshofprozess 1944 geschrieben hat, ein Bericht an Hermann Göring, dass es doch ganz toll sei, dass man diese Verräter da jetzt hinrichten würde. Und daraufhin habe Hermann Göring an Adolf Hitler geschrieben, es gebe einen besonders verdienten Oberleutnant Schmidt. Also es ist so miserabel gemacht, es ist so katastrophal, dass die dann bei Springer, also bei der Bild-Zeitung, ihrem Eigentümer gesagt haben, das können wir nicht publizieren. Aber sowas zu finden, ja, und dann sozusagen heute den Wahlkampf Trump-Clinton, das war nicht sehr anders 1980, drei Tage vor der Wahl. Das ist schon mit sehr harten Bandagen. Ja. Wäre sowas heute auch noch vorstellbar, Herr Steinbrück, oder waren das andere Zeiten? Nee, nun macht es keinen Sinn, aus eigenen Erfahrungen zu plaudern, aber ich hatte vier Wochen vor der Wahl von der Welt und von der Welt am Sonntag plötzlich sehr große Aufmerksamkeit, indem ich in die Nähe eines Stasi- und KGB-Agenten geschoben worden bin. Das werde ich mein Leben lang auch nicht so schnell vergessen. Ja. Ja, es gab nie eine Entschuldigung hinterher, nie irgendeinen Hinweis, tut uns leid, aber das grenzte schon klar an Wahlbeeinflussung. Mhm. Deshalb ist ja diese Verbindung Schmidt-Bild-Zeitung, die ja über den gesamten Zeitraum sich erstreckt, mehr oder weniger, so phänomenal. Das war auch das Erste, was mich Gerhard Schröder gefragt hat, als ich ihn im Zusammenhang mit dem Buch besuchte. Er sagte als Erstes, erklären Sie mir mal, wie der das gemacht hat. Mhm. 30 Jahre haben die dem aus der Hand gefressen. Mhm. Und ja, und die Antwort ist, dass die Bild-Zeitung ihn mehr gebraucht hat als er die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat von ihm profitiert, in gewisser Weise. Es war auf jeden Fall eine phänomenale Zusammenarbeit. Sie schreiben ja auch, wie er in seinem Stil, wie er das so richtig gut einschätzen kann und auch so bedient in seinen Antworten, ne? Das, was die hören wollen, dieses Kotzbrechreiz und sowas. Das ist schon. Aber Sie beschreiben auch das auch ganz phänomenal, wie er sich in einem Fernsehstudio, wie er das hinkriegt, das, was alle so schätzen, erst mal zu rauchen, diese Pause, dann so ein bisschen Michel Houellebecq-mäßig, schön Zigarette und dann in die Ferne schweifen und so. Das muss man ja auch erstmal so performatorisch hinkriegen. Ja, das können Sie natürlich nur beschreiben, wenn Sie das einmal selber miterlebt haben. Ja. Das habe ich miterlebt auf einem Schiff. Es war eine Buchpräsentation in Berlin und da war auch Manfred Stolpe. Und er hatte damals richtig Ärger wegen der Vorwürfe. Es war auf dem Höhepunkt der Angriffe gegen ihn. Und man ging auf das Schiff nach dieser Veranstaltung und alle Kameras waren dabei, natürlich vor allem wegen Stolpe. Und Schmidt setzte sich und erfasste sofort, wo die Kameras sind, stand auf und sagte zu Stolpe, ich stand nebendran, setz du dich dahin, du hast das jetzt nötiger. Und wechselte die Plätze. Das muss man erstmal sich in dieser Situation realisieren. Und das fand, also, hat mir Eindruck gemacht. Steht nicht im Buch, aber aus so einem Erlebnis können Sie sozusagen Schlussfolgerungen auf andere, vergleichbare. Ja, ja, die Leute mochten ihn irgendwie. Ne? Die haben ihm da auch manches durchgehen lassen, was sie anderen nicht hätten durchgehen lassen. Das ist schon ein Faszinosum. Ist das diese Generation? Ich war ja früher lange bei der FAZ, wir hatten ja dann unsere Marke, die Kollegen von der Zeit haben gesagt, wir haben Schmidt, uns kann nichts passieren, verkauft sich immer. Ja. Wir hatten auch zum Glück Marcel Reichanitzky, ganz ähnlicher Typ, ja, wirklich so erklärend, irgendwie für das Publikum auch jeden Scheiß mitmachen, jeden Witz, jede Bühne, alles. Und so. Und darin liegt ja auch eine gewisse Großzügigkeit, ne, zu sagen, klar, ich erkläre es euch nochmal zum 100. Mal, wo China liegt und so. Absolut faszinierend. Was war Ihre letzte Begegnung mit Helmut Schmidt? Nicht mehr ein Schachspiel. Also im Sommer, ich weiß es nicht mehr genau, Mai, Juni oder Juni, Juli, weiß ich nicht mehr, sondern einfach eine Begegnung, wo er nach wie vor diverse Fragen hatte. Manchmal hatte er die, wenn ich an dem Rahmen sie kam, sogar aufgeschrieben. Ich wurde richtig examiniert.
Und dann, wenn er fertig war, dann sagte er, ob ich jetzt meine Fragen an ihn loswerden will. Und dann gab es Kartoffelsalat und Würstchen und dann spielten wir Schach. Aber zum Schachspielen nachher war er doch zu müde und gab es auch zu verstehen. Mhm. Aber immer faszinierend und mit einem Gedächtnis, wo er selber immer den Eindruck hatte, der Name fällt ihm jetzt nicht ein. Aber wenn ich ein solches Gedächtnis im Alter von 97, wenn ich das Alter überhaupt erreiche, bewundernswürdig. Mhm. Eine präzise Ausdrucksweise, eine ganz klare, feste Stimme. Mir selber warf er immer vor, du redest zu schnell, was stimmte. Mhm. Während er auch in der Beziehung ja teilweise sehr lange formulierte Pausen einsetzte und benutzte in einer unnachahmlichen Rhetorik, dann nochmal lange zog. Ich weiß gar nicht, wo diese ganzen Reno-Zigaretten abgeblieben sind. Das war schon ein Erlebnis. Aber er ließ sich auch im Zweifelsfall, verbessern. Mhm. Man durfte, manchmal hatte ich sogar den Eindruck, bei manchen Punkten musste man ihm widersprechen. Über China waren wir immer unterschiedlicher Auffassung. Das ließ er nicht nur zu, sondern da hatte man dann auch so ein bisschen die Rolle eines Punching Balls oder eines Sparring Partners. Den wollte er dann auch haben. Mhm. Also wenn man da immer nur mit dem Kopf genickt hätte, hätte er wahrscheinlich an weiteren Begegnungen wenig Interesse gehabt. Mhm. Ja, interessant. Also ich fand immer am beeindruckendsten die nicht nachlassende Neugier. Mhm. Der Mann war so neugierig wie kein anderer Mensch, dem ich begegnet bin. Und wenn man dann etwas Konkretes sagen konnte, also aus, zum Beispiel aus der Buchbranche oder was, der kleine Bereich, wo ich was sagen konnte, dann hat er immer interessiert zugehört und das hat er auch sofort verarbeitet. Wenn man so allgemein über die politische Entwicklung hat, er immer, ja. Also allgemeine Gespräche, und wenn man selber dann sagt, was sagen Sie denn, also so schrecklich, was der Kohl wieder gemacht hat, das war nichts für ihn. Das Konkrete, das auf Detailwissen gestützte. Ja, über Romane konnte man ihm nicht, mit ihm nicht reden, fällt mir ganz alle ein. Über Sachbücher ja, über historische Dinge ja. Aber immer wenn ich den Versuch machte, herauszukriegen, was er gerade literarisch, also an Belletristik gelesen hatte, da ging das Rollo runter, hatte kein Interesse dran. Mhm. Siegfried Lenz, klar, das ist allgemein klar bekannt, aber ich habe nie rausgekriegt, ob er zum Beispiel amerikanische Romanciers gelesen hat. Das kriegt er mal nicht raus. Mhm. Er behauptete ja, er habe alle Bücher über sich nicht gelesen. Ja. Das habe er nicht gelesen. Er lese das alles nicht, was da über ihn geschrieben wird. Das war eine leichte Untertreibung. Das hat er über die Berichte von Nachrichtendiensten auch immer gesagt. Ja, genau. Würde er alles nicht lesen. Er hatte die schon gelesen. Man kann es ja sehen, wenn Sie ein Buch gelesen haben, dann ist es ja ein bisschen schief. Ja, genau. Also der Kenner sieht das dann schon am Buchrücken. Und ja. Ich durfte dann auch seine Bibliothek durchschauen, habe die auch fotografiert. Also da sind schon sehr viele Anstreichungen, die mir zum Teil auch sehr hilfreich waren. Sie sagen ja auch, dass er wirklich daran arbeitet, auch wie die Nachwelt dann über ihn denkt, ja. Und dieses ein wirkliches Thema für ihn war. Das hat er ja auch von den alten Klassikern wirklich, wirklich gelernt. Nur 2014 gab es ein unsägliches Buch über ihn von einem Herrn Rups. Der hat einmal in seinem Leben ein Interview mit ihm geführt im Rahmen seiner Dissertation und daraus hat er 5 Helmut Schmidt-Biografien gehabt. Das hat er sehr geschickt kaschiert, dass selbst ich bei dem letzten Buch noch dachte, immer in meinem Gespräch mit ihm, bis ich merkte, das ist alles aus den 70er Jahren. Und da fragte er mich, ein ganz unsägliches Buch, also... Da sagt er, ja, da gibt es ein Buch von dem Herrn Rups, haben Sie das gelesen? Hab ich gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Ja, ganz anders als das letzte Buch. Also er konnte sich daran erinnern, dass Herr Rups offenbar seine Meinung über ihn geändert hatte. Wie erklären Sie sich das? Also es hat ihn schon interessiert, was über ihn geschrieben wird. Ja, klar. Vielleicht sollten wir noch kurz die Runde öffnen für 1-2 Fragen. Wir sind schon gut in der Zeit fortgeschritten, aber vielleicht haben wir ja noch Weggefährten oder Anmerkungen. Der Herr da hinten gleich. Ein Mensch, der so viel liest und so viel sich beschäftigt. Wie lange schläft denn so ein Mensch, Herr Steinbrück? Vielleicht hat er geschlafen. Er hatte erkennbar, andere wissen es vielleicht besser, Frau Lemke und andere, Frau Krüger-Pensky, er hatte erhebliche Schlafprobleme. Nach meiner Erinnerung ging er sehr, sehr spät ins Bett. Teilweise erst nachts um 3 oder um 4 oder dergleichen, bedurfte dann auch
gewisse Hilfsmittel gelegentlich, um überhaupt einschlafen zu können, und schlief dann weit in den Morgen hinein. Aber in früheren, insbesondere in Amtszeiten, hatte er sehr wenig Schlaf, und später war es für ihn schwierig, Schlaf zu finden. Die Arbeit hat ihn wach gehalten. Also wenn er gearbeitet hat, er fing meistens erst um 11, 12 Uhr an, war kein Morgenmensch. Wie Churchill. Ja. Und wenn wir dann redigierten, Endredaktionen seiner Bücher, 2, 3 Tage, Seite für Seite, er hatte dann mehrere Mitleser, die alle Kommentare an den Text geschrieben hatten, und das ging, wurde dann durchgegangen, da konnte der 8, 10 Stunden lang konzentriert arbeiten. Und wenn dann eine Stelle korrigiert werden musste, also schreiben Sie. Und dann diktierte er druckreif den Satz, der genau da reinpasst, mit allen Anschlüssen, ohne Wortwiederholung. Das ist phänomenal, das ist, also, kann man sich nicht vorstellen. Noch Wortmeldungen, sonst können wir uns ja vertagen und im Vorraum weitersprechen. Naja, wir sind ja noch eine Weile hier. Jedenfalls bedanke ich mich bei Thomas Karloff, bei Per Steinbrück, dass Sie gekommen sind. Ich empfehle Ihnen sehr dieses Buch. Vergessen Sie die deutsche Gegenwartsliteratur. Steht meist nichts drin. Aber hier haben Sie wirklich das pralle Leben, unsere eigene Geschichte. Also herzlichen Glückwunsch, Herr Karloff. Dankeschön. Ja, so.